Die Schweiz gilt als Land des Überflusses. Die Supermärkte quellen über vor Waren. Trotzdem leben viele Menschen unter dem Existenzminimum. Umso unhaltbarer ist die Tatsache, dass jedes Jahr 2 Millionen Tonnen Esswaren im Müll landen. Esswaren, die noch problemlos konsumiert werden könnten. Die Organisation Tischlein Deck Dich sammelt deshalb überschüssige Lebensmittel ein und verteilt sie an Bedürftige. Wie also kann man für ein NGO auf breite, aber kostengünstige Art auf das Problem aufmerksam machen? Die Antwort: mit Spam. Spam? Ja, denn oft landen korrekte E-Mails fälschlicherweise im Spam-Ordner, genauso wie tadelloses Essen im Müll. Deshalb werden Spam-Ordner normalerweise durchforstet, bevor ihr Inhalt gelöscht wird. Und dabei stießen 100.000 Schweizer auf eine Mail mit dem Betreff "Nicht alles im Abfall ist Müll", welche auf das Problem aufmerksam machte. Damit das Mail auch sicher im Müll landete, war sein Text mit Begriffen gespickt, die es als Spam qualifizierten. Spam-Mails können also nicht nur nerven, sondern auch Gutes tun, wenn sie schlau eingesetzt werden.